4, 35, Reichsmittel, der als Erster wieder gesprungen ist, im ersten Durchgang viel sicherer als Sefton, der im Absprung die Latte mitnimmt. Es scheint, als ob nach Grebers Ausscheiden Sefton berufen ist, den Kampf gegen Japans Springgarde aufzunehmen. Hoi und Nishida, sie haben das Plus für sich, aber sie schaffen es nicht. Kälte und Nässe haben sie stark mitgenommen. Der zweite Durchgang beginnt. Meadow springt wieder als Erster. Die Scheinwerfer durchbrechen gespenstisch die Dunkelheit. Der weite Raum des Stadions ist mit Spannung erfüllt. Amerikas anfeuernde Pfiffe sind verstummt. Meadow beginnt den kraftvollen langen Anlauf. Seine Hände umkrallen die Stange. Sein schwerer Körper fliegt in die Höhe und stemmt sich über die Latte. So klar ist die Latte übersprungen, dass es auf die 4,40 genügt hätte. Sollte das der Siegesprung gewesen sein? Der Kampf ist beendet. Weder Sefton noch Japans Springer haben 4,35 übersprungen. Auch Meadows Weltrekord über 4,45 scheiterte. 5 Stunden waren selbst für Meadow, dem Olympiasieger im Stabhochsprung, zu viel.